Neue Käsekroketten. Heute möchte ich wieder ein, zwei Looks mit der 1991 Palette von Elli schminken, die auch schon ziemlich gut im Gebrauch ist. Das seht ihr ja, ein paar Farben sind schon ein bisschen. Ich habe jetzt gerade mal versucht, das ein bisschen drumherum sauber zu machen, deshalb ist es ein bisschen schmieriger. Ich möchte erstmal einen ganz leichten Alltagslook damit schminken, weil man. Also ich persönlich habe das Gefühl, ich muss immer mit der so bam in your face schminken. Aber es gehen auch ganz, ganz leichte Looks schnell, die einfach ganz toll aussehen. Mein Lied ist von dem Wortfindungsstörung. Mein Lied ist von dem Concealer aufgehellt. Ich habe beim Abpudern auch, bin ich auch ein bisschen übers Auge gegangen. Deshalb brauche ich da jetzt gar nicht groß was machen. Hier oben ist es schön soft. Hier ist es noch ein bisschen touchy. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Ich gehe in Safe World. Das ist dieses Braun-Rot. Und das gebe ich mir in den Außenwinkel. Ich nehme einen etwas größeren Pinsel. Und da packe ich mir das erstmal vorsichtig drauf. Und gebe mir das hier hin. Ich habe zwar Außenwinkel gesagt, aber ich habe es mir auch noch ein bisschen weiter ins Auge gezogen, in der Lidfalte oder halt in die Lidfalte gegeben. Das finde ich immer ganz schön. Das zieht das Auge ein bisschen hoch. Und das mache ich gleich auf der anderen Seite auch. Und ich finde es schön, man muss nur ganz vorsichtig rein, dann kann man es super aufbauen. Man kann sich das selber so ein bisschen bestimmen, wie man es denn gerne hätte. Ein bisschen uneben habe ich das jetzt, weil das Lid sich etwas anders verhält als auf der anderen Seite. Ich glaube, so geht es aber ganz gut. Ich finde, das macht immer schon viel aus fürs Auge, auch mit anderen Farben. Also kannst auch knallige Farben einfach nur in den Außenwinkel setzen. Dann gibt das schon einen krassen Effekt. Einfach mal ein bisschen ausprobieren. Ich gehe jetzt in Soft Spot. Das ist diese ja, leichte Rosé, Alt-Rosé-Ton. Nehme ich mir einen sauberen Blendepinsel. Das ist der Essence für 1,29, glaube ich. Und geht da sehr viel Produkt drauf. Staubt es auch. Und damit möchte ich das einfach nur vorsichtig ausblenden. Das ist ein bisschen softer. Schön, ich halte den Spiegel eigentlich, die Palette mit dem Spiegel in der Hand, aber gucke in meinen anderen Spiegel. Smart. Aber ich habe da auch gerade ein bisschen drüber gefuscht. Es gibt halt einen ganz schön leichten Verlauf in einen anderen Ton. Obwohl die Farbe so hell ist, also die harmonieren halt total gut miteinander. Finde ich schön. Man könnte sich Safe Spot jetzt natürlich auch aufs Augenlid oder aufs, ja, aufs Auge hier hingeben, aufs bewegliche Lid geben. Boah, heute ist schwierig. Man könnte sich Safe Spot auch einfach aufs komplette bewegliche Lid geben. Ich möchte aber ein bisschen heller gehen und gehe also in Afterlife. Und da brauche ich einfach nur einen sauberen Pinsel. So eine, ja, Knochenfarbe. Nicht ganz weiß, ein Hauch beige. Und gehe ich mir jetzt hier hin. Und ziehe die anderen Farben so ein bisschen rein. Das wäre jetzt, was war das? Das wäre jetzt der erste Look. Oh Gott, was ist denn heute mit mir los? Okay, nochmal. Das wäre jetzt der erste Look.
So finde ich, es öffnet schön das Auge, hell auf dunkel, öffnet es halt so ein bisschen. Das finde ich schon ziemlich gut. Aber, was sage ich immer? Man kann ja nicht genug glitzern. Also ich finde auch für einen Alltagslook kann man ruhig so ein paar Highlights setzen. Ob das jetzt nur im Inner Corner ist, ist dir völlig überlassen. Ich würde diesen ersten Look einfach nochmal für auf einen zweiten Look schminken. Dafür nehme ich jetzt meinen ranzigen flachen Pinsel. Der ist ein bisschen enger gepresst und gehe in Pixie. Das ist dieses Weiß-Gold, was man jetzt nicht sieht. Okay. Nehme ich mir auch gar nicht so viel auf den Pinsel und setze mir das vorne als Inner Corner und ziehe mir das so ein bisschen aufs bewegliche Lid und dann sieht man vielleicht schon, dass das so ein bisschen Gold schimmert. Angesprüht werden hier natürlich immer noch krasser. Für Abendlooks ziemlich gut. Und auf der anderen Seite genau das gleiche. Ja, jetzt ist es einigermaßen identisch. Und den Pinsel drehe ich jetzt einfach nur um und gehe in Lullaby, dieses rosa, Gold schimmernde. Finde ich halt sehr schön. Man kann das auch alleine tragen. Ich finde, bei Ellie sah das alleine viel besser aus, als es bei mir dann aussah. Liegt es etwa an mir? Okay. Da gehe ich ein bisschen großzügiger rein. Und gebe mir das von hier vorne bis nach hinten. Also ich ziehe mir das Pixie noch ein bisschen mit rein und dann ziehe ich es nach hinten. Und jetzt hat es so einen ganz leichten Glow und hinten auf dem Braun wird es ein bisschen goldener, habe ich das Gefühl. Auf welcher Seite sind wir hier? Natürlich kann man das jetzt noch mit dem Finger nachträglich auftragen, damit es noch ein bisschen intensiver wird. Das möchte ich bei diesem Look aber nicht. Ich finde, so wie er jetzt ist, gerade für den Alltag ziemlich fresh. Das wäre so der erste Look. Aber was wäre ein Augenlook ohne Mascara? Ganz genau. Da mache ich mal kurz einen Schnitt, denn ich möchte eine neue Mascara ausprobieren und die könnt ihr dann im anderen Video sehen. Aber ich komme gleich nochmal zurück. Das wäre jetzt das Ergebnis.